Dame ist ein Pokémon mit den Typen Käfer und Pflanze, Boden oder Stahl, je nach Umhang, und existiert seit der vierten Spielgeneration und entwickelt sich aus Burmi. Bomadame ist ein wurmartiges Pokémon mit schwarzem Kopf und weißen Augen. Es trägt auf dem Kopf ein auffälliges Horn, das an der Spitze eingedreht ist. Mit diesem hält es sich zum Beispiel an den Ästen von Bäumen fest, in denen es haust. Shiny-Exemplare haben einen blau gefärbten Körper und insgesamt trägt es einen Umhang aus Blättern, aus Sand oder aus Lumpen. Dabei nutzt es vor allem spezielle Attacken, hat mit dem Pflanzenumhang Energieball, mit dem Sandumhang Erdkräfte und dem Lumpenumhang Eisenschädel als besondere Attacken und kann zudem starke Attacken wie Psychokinese oder Käfergebrumm einsetzen. Seine Fähigkeit ist die Vorahnung und sorgt dafür, dass es gefährliche Attacken des Gegners vorausahnt und damit beispielsweise K.O.-Attacken oder eine Attacke, die sehr effektiv ist, schwächer ausfällt. Und die versteckte Fähigkeit ist Partikelschutz und sorgt dafür, dass es keinen Schaden von Wettereffekten wie Hagel beispielsweise bekommt. Bomadame fertigt schon als Burmi einen Umhang aus Dingen an, die es in seiner Umgebung vorfindet. Wenn es sich zu Bomadame entwickelt, verwächst der Umhang mit seinem Körper, wodurch es seine Form im Gegensatz zu seiner Vorstufe nicht mehr verändern kann. Mit Pflanzenumhang ist es dabei durch dichtes Gras umgeben, auf dem weiße Blüten wachsen und trägt zwei längliche Blätter wie Zöpfe am Kopf. In der Sandumhangform ist es umgeben von hellem Sand. In seinem Zentrum befinden sich einzelne rote Steine, während weitere Steinbrocken seine Zöpfe bilden. Die Lumpenumhangform schließlich ist in rosafarbene Lumpen gekleidet und trägt pinke Bänder am Kopf. Die Dicke seines Umhangs lässt Rückschlüsse auf die Umstände seiner Entwicklung zu. So ist er dicker, wenn es sich bei kalten Temperaturen entwickelt hat. Dabei ist Bomadame die Weiterentwicklung von Burmi. In den Spielen wird die Entwicklung durch das Erreichen von Level 20 eines weiblichen Burmi ausgelöst. Männliche Burmi entwickeln sich auch auf Level 20, allerdings immer zu Mutterpel, unabhängig von der Form. Mit seinen Typen nimmt es in der Pflanzenform Viertelschaden gegen Boden- und Pflanzenattacken, halben Schaden gegen Kampf-, Wasser- und Elektroattacken, doppelten Schaden gegen Gift-, Gestein-, Käfer- und Eisattacken, vierfachen Schaden gegen Flug und Feuer, und das macht normalen Schaden. In seiner Sandform ist es immun gegen Elektroattacken, nimmt halben Schaden gegen Kampf-, Gift- und Bodenattacken, doppelten Schaden gegen Flug-, Feuer-, Wasser- und Eisattacken, der Rest macht normalen Schaden. Und in seiner Lumpenform ist es immun gegen Giftattacken, nimmt Viertelschaden gegen Pflanzenattacken, halben Schaden gegen Normal-, Käfer-, Stahl-, Psycho-, Eis-, Drachen- und Feeattacken, vierfachen Schaden gegen Feuer und der Rest macht normalen Schaden. Besonderheit ist Generation 4 bis 5, dort machen auch noch Geist- und Unlichtattacken nur halben Schaden, ab Generation 6 werden sie zu normalem Schaden.